Machen wir also weiter mit dem zweiten Teil. Der gestrige Tag war nach dem Besuch bei dem Taucher schließlich auch bald am Ende. Heute fahren wir nach St. Julian, wie ich hier auf der Karte schon einmal anzeige. Aber den Sonnenaufgang hier in Radatili, dem südlichsten Seebad der Erde, nehme ich natürlich noch vor dem Frühstück mit einem Kurzbesuch an der Promenade mit. Schnell nimmt uns die patagonische Einsamkeit mit ihrer Schotterpiste wieder auf und weit in der Pampa lassen wir den Hänger an einem Abzweig stehen. Danach ist es noch ein langer Weg zum versteinerten Wald im Naturreservat Bosques Petrificado. Vor 150 Millionen Jahren war Patagonien mit dichten Wäldern und üppigem Grün bedeckt. Bäume, welche hier wuchsen, waren Vorgänger der Schuppentanne und Schuppenfichte, also Araukarien. Sie erreichten eine Höhe von 100 Meter und wurden 1000 Jahre alt. Hiervon nährten sich riesige Dinosaurierherden. Die Baumstämme wurden bei großen Vulkanausbrüchen umgeworfen und meterhoch von Asche bedeckt. Durch tektonische Senkung versanken sie im Meer und mit verschiedenen Sedimentschichten überdeckt. Wiederholt gehoben und gesenkt wurde das Gebiet zu Gebirgen gefaltet. Immer begleitet von starken vulkanischen Aktivitäten und Erosionen. Die Stämme verkieselten und erodierten frei. Der ganze Prozess dauerte natürlich Millionen von Jahren. Weiterfahren zeigt der Blick durchs Fenster, dass die Strecke manchmal sehr trostlos, aber dennoch erinnerungswürdig durch ein wirklich abwechslungsreiches Gebiet Patagoniens nach St. Julian führt. Vor allem sind es die Merkmale der Ölförderung, die allenthalben sichtbar sind. Nach einem Einkaufsstopp in einer an der Strecke liegenden Ortschaft ist dann gegen 18 Uhr St. Julian erreicht. St. Julian zeigt sich zugleich mit seinen zurzeit 6000 Einwohnern mit einem liebreizenden kleinstädtischen Boulevard, wo auffallend an das 45 Tage Falkland-Desaster mit den Engländern erinnert wird. Ganz besonders hält das Städtchen die Geschichte mit einem Nachbau der Victoria an den Weltumfahrer Ferdinand Magellan hoch, der hier am 31. März 1520 in der Bucht anlegte, um zu überwintern, bevor er die Magellanstraße zum Pazifik fand. Ich vermache mich zu einem Sonnenuntergang am Strand und sinne darüber nach, dass Magellan, von dem ich schon ausführlich in meiner Philippinenschau berichtete, hier nach einer Meuterei zwei seiner spanischen Kapitäne hinrichtete und einen Geistlichen zurückließ, bevor er am 21. August die Bucht verließ und am 21. Oktober die Passage entdeckte. So, es geht wieder los.
denn die senile Bettflucht treibt uns weiter. Nur die Natur ändert sich hier stetig verschiedenartiger. Besonders der Rio Santa Cruz, welcher den Gletschersee Lago Argentino zum Ozean entwässert, bringt wieder Farbe ins Bild. Die Schichtstufen, zwar noch erkennbar, verlieren allerdings an Höhe. Gut zu erkennen ist, dass Wasserlachen und Mulden, die durch schnelle Verdunstung dem Boden Salze entziehen, auf diese Art und Weise zu Salz sehen werden. Nach einer letzten Schichtstufe von etwa 2 Metern wird das Land wasserreich und dadurch natürlich zum Eldorado für Wasservögel. Auch die Rinder- und Schafzucht profitiert hier von der gewaltigen Wasserfülle. Alle die roten Schreine an den Straßen sind Verehrungsstätten für den Landarbeiter Antonio Gil. Er floh vor Repressalien wegen eines angeblichen Verhältnisses mit einer reichen Witwe. Um Schwierigkeiten zu entgehen, schloss er sich als Gauchito Gil der Armee an und kämpfte im Krieg gegen die Streitkräfte Paraguays. Im späteren argentinischen Bürgerkrieg desertierte er, um nicht eigene Landsleute umbringen zu müssen, und versteckte sich im Wald. Er war in dieser Zeit so etwas wie der argentinische Robin Hood, bestahl die Reichen und gab es den Armen. Als er schließlich doch gefangen wurde, hängte man ihn kopfüber an einen Mesquitenbaum und folterte ihn. Als der Henker ihn töten wollte, sagte Gauchito Gil, dass sein kranker Sohn gesund würde, wenn er zu ihm betete, andernfalls würde er sterben. Der Henker vollzog dennoch das Urteil und schnitt Gauchito Gil die Kehle durch. Als der Henker nach Hause kam, war sein Sohn sehr krank. Er betete zu Gauchito Gil und sein Sohn wurde gesund. Der Henker baute dem Heiligen ein kleines Heiligtum und erzählte allen Leuten vom wundersamen Gauchito Gil. Aber dann die Einreise nach Chile. Keine Fotos an der Grenze. Keine Lebensmittel einführen. Alles aussteigen für eine 3-stündige Grenzkontrolle mit Hunden. Und das alles bei einem Wind, wobei einem das Blech wegfliegt. Unweit der Grenze tut sich ein Hemmnis auf. Der Magellan-Wasserweg bremst uns plötzlich, wie erwartet, aus. Nur mit einer Fähre ist er zu überwinden.
Gegen 18 Uhr ist Cerro Sombrero, eine chilenische Siedlung im Norden der Insel Grande de Tierra del Fuego gelegen, erreicht. Sie gehört zur Kommune Primavera, deren Hauptstadt sie ebenfalls ist. Die Siedlung erhielt ihren Namen Huthügel nach einer nahegelegenen, hutähnlichen Erhöhung. Cerro Sombrero wurde 1958 als Wohnsiedlung gegründet. Neben den Büros der ENAP, eine Öl- und Gasbohrgesellschaft, verfügt Cerro Sombrero unter anderem über Freizeiteinrichtungen, Restaurants sowie eine Kirche. Ferner besitzt der Ort noch einen botanischen Garten, ein Krankenhaus, einen Flugplatz, so auch Wohnbaracken der Bohrgesellschaft, wie auch einen kleinen Laden, denn der Ort hat laut Zensus 2002 687 Einwohner. Es ist 8 Uhr und der Bus steht vor dem Verwaltungsgebäude der Öl- und Gasgesellschaft, ein ehemaliges Farmhaus bereit für die nun schon letzte Tour gen Süden. Nun die nächste Grenzkontrolle, zurück nach Argentinien. Bei der Einreise nach Buenos Aires erhaltenes Einreiseduplikat abgeben, Pass abstempeln lassen und weiterfahren. Noch eine Anmerkung zum erneuten Grenzwechsel, bevor Ushuaia erreicht ist. Chile einigte sich 1881 mit Argentinien mittels eines Grenzvertrages um einen Zugang zum Atlantik, welcher beiden im Nachhinein noch viele politische Schwierigkeiten bereitete. Auf halbem Weg wird nun der Frevel sichtbar, welchen die Siedler um 1930 der Natur angetan haben. Sie bekamen vom Staat Land zugewiesen, welches sie behalten durften, wenn sie innerhalb 2 Jahren ein Haus bauten und Urwald rodeten, um Weide- und Ackerland zu gewinnen. Da dieses nur mit Äxten und Schrotsägen nicht zu bewältigen war, griffen sie zur Brandrodung, die bis heute noch sichtbar ist. Ich denke, dieses Phänomen werden wir noch häufiger beobachten. Gegen 18 Uhr ist Ushuaia die südlichste Stadt der Welt in Sicht und an den Containern schon bald zu erkennen, wie wichtig dieser Ort am Beagle-Kanal für die Region ist. Mit einem kurzen Stopp durchfahren wir die Stadt und erreichen unseren Stellplatz am Rio Pico, dem Abfluss der südlichen Andengewässer zum Beagle-Kanal. Ein schönes und doch wohl seltenes Bild präsentieren hier 2 weitere Rolltourbusse, welche gerade im Gästewechsel ausharren. Aber ich, mehr von der Natur haltend und auch immer gerne weiß, wo ich mich befinde, verfolge mit dem letztmöglichen Abendlicht ein wenig den Rio Pico, welcher hier als Grenzfluss entlang des Campingplatzes fließt.
Heute steht Ushuaia auf dem Programm. Ushuaia ist die südlichste Stadt Argentiniens und liegt am Beagle-Kanal. Das Wort Ushuaia kommt aus der Sprache der Ureinwohner Yamana und bedeutet so viel wie Bucht, die nach Osten blickt. Ushuaia konkurriert mit dem zu Chile gehörenden Puerto Williams auf der Insel Navarino, um den Titel südlichste Stadt der Welt zu sein. Der Ort Puerto Williams liegt zwar südlicher, ist aber nach chilenischem Recht keine Stadt, sondern ein Dorf, Pueblo genannt. Der Beagle-Kanal, den wir heute befahren werden, ist eine natürliche Wasserstraße im Süden Feuerlands, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Außer der Magellanstraße ist der Beagle-Kanal die einzige Wasserstraße zwischen Pazifik und Atlantik im Süden des amerikanischen Kontinents. Es sei denn, er wird auf offener See um das Kap Horn über die Drakestraße umschifft. Zurück nach Ushuaia, auf dem Ausleger des Katamarans fast durchgefroren, verfolge ich noch die Uferpromenade zu unserem Ausgangspunkt dieses gelungenen Ausflugs, währenddessen sich meine Mitreisenden im warmen Inneren des Bootes vermachen. Wir verweilen noch ein paar Stunden in der wundersam wirkenden Stadt. Da fast alle Waren über weite Strecken in die Stadt gebracht werden müssen, gilt Ushuaia auch als eine der teuersten Städte Argentiniens und ganz Südamerikas. Ushuaia zeigt in ihrer alten Architektur eine Verbindung zu ihrer Geschichte. Viele europäische Expeditionen sind zur Erforschung des Klimas
der Geographie, der Tier- und Pflanzenwelt und der Indianerstämme in diese Gegend gekommen. Aber die moderne Stadtentwicklung hingegen lässt jede Planung und Ordnung vermissen und bietet einen Wildwuchs an Architektur. Aber auffallend wirkt man, um den Tourismus einzufangen, mit viel Farbe und hübschen Dekorationen diesem Trend entgegen. San Jorge, auf grünem Hintergrund, in weißen Buchstaben, ist nun der Grund für diesen Stopp. Sogleich zeigt eine große Menge Schrott am Ufer der Magellanstraße, hier wird es wieder interessant. Estancia San Gregorio steht groß an einem der Gebäude und macht mich forschungssüchtig, um alles festzuhalten. So erfahre ich, die Farm wurde 1876 errichtet und befindet sich 124 Kilometer nördlich von Punta Arenas, direkt an der Magellanstraße. Die Estancia war der größte Bau dieser Art in Chile und zeitweise der Welt. Hier war ein eigener Zug und ein Hafen für die Beförderung von Schafswolle in Betrieb. Nur große, weltweite Schwierigkeiten Wolle auf den Markt zu bringen, wie Überweidung der Futterflächen, so auch weitere Gründe, die ich später noch erfahren soll, ließ dieses Unternehmen wie auch andere untergehen. Ein herrenloses Pferd, ein Aufschwung und schon wird eine unglaubliche Sache wahr. Ich habe ein Pferd erobert und gebe meinen Mitreisenden sogleich einen Besichtigungstipp. Geht da drüben mal durch das Tor in die große Halle. Dort wird den Schafen der Pelz ausgezogen. Seht euch das an. Ich komme gleich nach und halte es mit der Kamera fest. Die Maschine brummt wieder und bald ist Punta Arenas erreicht. Die Stadt Punta Arenas
wurde am 18. Dezember 1848 gegründet, da hier das Klima und die Versorgung mit Wasser gut war. Punta Arenas wurde vom chilenischen General Bulnes als Strafkolonie gegründet und blieb bis zum Jahre 1877 hauptsächlich ein Verbannungsort. Bevor der Panamakanal 1920 eröffnet wurde, war Punta Arenas einer der wichtigsten Häfen der Welt. Wegen seiner ausgezeichneten Lage an der Magellan-Durchgangsstraße zwischen zwei Ozeanen wurde er von vielen Schiffen angefahren. Er ist der bequemste Ausfuhrhafen für fast alle Erzeugnisse des südlichen Patagoniens und Feuerlands. Aus diesem Grund wurde die Stadt ein wichtiges Wirtschaftszentrum in Südamerika und ist heute auch noch gut strukturiert und wohl deswegen mit zwei in verschiedenen Zeiten gegründeten Magellan-Denkmalen präsent. Eines hier in der Stadt und ein modernes an der frisch ausgebauten Promenade, wo zwei der wegen der seichten Bucht weit ins Wasser gebauten alten Verladestege als Ruine noch erhalten sind. Besonders prunkvoll dominiert hier auf einem Eckgrund die Villa der Sarah Braun, eine russische Einwanderin, die hier 1877 einen reichen portugiesischen Geschäftsmann ehelichte. Zur Blütezeit der Stadt wollten die reichen Schafbarone noch im Tod ihren Reichtum der Nachwelt vor Augen führen. 1894 wurde deshalb der Cementerio Municipal gegründet. Sarah Braun, eine der reichsten Frauen Patagoniens, stiftete das monumentale Eingangsportal. Die Zypressenalleen auf dem Friedhof wurden ganz nach dem englischen Stil der damaligen Zeit angelegt. Eindrucksvoll sind die Mausoleen der reichen Familien. Hier das Mausoleum der Sarah Braun, welches durch ihre prunkvolle Architektur hervorsticht. Weiter ist hier ein Gedenkstein für die Gefallenen der Seeschlacht 1914 bei den Falklandinseln, mit Gräber der Matrosen, Schnipker und Pagels zu finden. Es geht weiter voran zum nächsten Ziel. Nur kann ich voraussagend schon sagen, es wird ein spektakuläres sein. Auf langem Weg durch die chilenische Pampa gelangen wir dann weit ab von der Zivilisation an ein Straßenkreuz mit kleinen Wartehäuschen für den Busdienst. Fahrzeuge nähern sich just auf der ausgefahrenen, trockenen Schotterpiste und es staubt dabei wie doll. Ein roter Schrein steht am Wegesrand und letztendlich müssen wir noch nachtanken,
und finden hier in der Wildnis tatsächlich eine einsame Tankstelle. Der Tankwart wirft zugleich seinen Diesel an, denn Strom gibt es hier nicht, und ich besehe mir derweil, was der Herr hier in der Einsamkeit während der Freizeit so macht. Zu Mittag gelangen wir dann zu einem Rasthaus, wo es wieder einmal ein richtiges, saftiges Steak gibt. Gesättigt weiterstrebend passieren wir diese alte Hängebrücke, die laut Aussage unseres Reiseleiters noch vor kurzem von unserem Bus befahren wurde. Gleich darauf geht es entlang vieler Restbestände an Gehölzen der einstigen Brandrodung, die hier schon seit 80 Jahren herumliegen. Die Bäume erzeugten selbsterhaltend Humin, der auch bei uns in Europa an den Moorleichen die Haare wie auch die Finger und Zehennägel rötlich färbte. Also ein brauner Gerbstoff, welcher das Holz bis heute nicht gänzlich vermodern ließ. Durch ständige Beweidung konnte sich auch kein Sekundärwald bilden, und so entstanden mit der Zeit Weideflächen, wo sich diese zwei Bullen in der Gattung Friesen gütig tun. So, Freunde, die schneebedeckten Berge zeigten es gerade schon an. Mit Puerto Natales erreichen wir den Zugang zu einem anerkannten Weltwunder. Viel Vergnügen mit unserer Fahrt durch diesen schönen Naturpark. Nach 250 Kilometern ist Puerto Natales, ein kleines idyllisches Städtchen mit etwa 20.000 Einwohnern, erreicht. Hier werden wir von einem Parkranger, welchen wir der großen Gästezahl wegen für den Besuch des Pineparks benötigen, versetzt. Da er auf sich warten lässt und nicht erreichbar ist, sehe ich mich derweil mit meiner Kamera um. Die Hafenstadt Puerto Natales am Ultima Esperanza Fjord wurde im Jahre 1911 gegründet. Im 18. und 19. Jahrhundert wanderten bereits viele Einwanderer aus Deutschland und England ein. Der Ort bildet die Ausgangsbasis für Exkursionen in den Nationalpark Torres del Paine, welchen wir zu nutzen beabsichtigen, wie die folgenden Bilder zum nächsten bestpositionierten Standplatz zeigen. Die Nandus, ein südamerikanischer Laufvogel, hier mit den Guanacos vereint, sind sehr scheu und wenn der große Bus kommt, sofort auf der Flucht.
den Stellplatz am See Pihu mit Blick auf den Torres del Paine erreicht, in der Sprache der Indianer Türme des blauen Himmels genannt, empfinde ich den fantastischen Anblick so schön, dass es mir fast die Stimme verschlägt. Vom Abendlicht und der wolkenfreien Sicht inspiriert, welches nicht immer gegeben ist, wie es die Vorgängertruppe erlebte, schieße ich, bevor sich das Wetter womöglich noch ändert, sogleich die ersten Aufnahmen. Mit der Besitznahme des Stellplatzes im Naturpark Peine endet nun der zweite Teil meiner Südamerika-Rundreise. Aber ich kann an dieser Stelle schon sagen, im dritten Teil, dessen Start hier im Naturpark beginnt, wird es wieder interessant werden.